So, hallo zusammen wieder. Diesmal wieder mal live bei mir zu Hause eigentlich. Diesmal sogar nicht mal aus dem Büro. Leider im zu vierten Lockdown. Willkommen, ich bin Martin Hoffmann von Scientific Future Oberösterreich und freue mich, dass wir heute zwei Sprecherinnen begrüßen können. Und wir sind heute eigentlich auch zu viert. Die Katharina Gruber unterstützt mich bei Scientific Future und macht auch das Klimareferat an der ÖH oder an der JKU, der ÖH. Und entsprechend haben wir heute eigentlich zwei interessante Sachen zusammen, denn diese Woche oder jetzt die letzten 2 Wochen stand auch die Entwicklungspolitische Hochschulwoche in Linz an. Und entsprechend da in diesem Rahmen sind verschiedene Events geplant gewesen und leider jetzt teilweise auch abgesagt worden. Aber wir konnten Gott sei Dank heute das Event online veranstalten und entsprechend auch, wir leiten die Woche ein, die Open Your Course for Climate Change Woche, also die Nachhaltigkeitswoche an der JKU und auch in ganz Österreich oder im gesamten deutschen Sprachraum. Wenn man also auf unsere Website schaut, kann man nachschauen, dass entsprechend auch da die Public Climate School stattfindet, also verschiedene Online-Kurse, die die ganze Woche stattfinden sollen. Und entsprechend freuen wir uns, dass wir einfach das Thema Nachhaltigkeit mehr in den Fokus an den Hochschulen in o Österreich präsentieren können. Entsprechend auch haben sich 20 die Dozenten in Oberösterreich eigentlich auch gemeldet, dass sie in der Woche das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel mehr in ihrer Vorlesung mit reinbringen wollen und fokussieren wollen. Da freuen wir uns auch sehr darüber und entsprechend gebe ich das Wort erstmal an Katharina Gruber, die kurz das Klimareferat nochmal vorstellen möchte. Bitte schön. Dankeschön. Ja, hallo, Katharina Gruber. Ich bin mit zwei Kolleginnen hinterm Referat für Klimaschutz und Nachhaltigkeit an der ÖHJKU. Und wir machen zum Beispiel Online-Vorträge, bringen ein bisschen so Informationsbeiträge, haben auch Taschenbecher organisiert und sind generell für Studierende an der JKU so Ansprechpartnerinnen, wenn es um Nachhaltigkeit geht und wir dann da immer wieder auch ein bisschen vermitteln mit der JKU und arbeiten eben auch mit den Scientists for Future und mit den Students for Future und mit der Stabsstelle für Nachhaltigkeit der JKU gut zusammen. Genau. Dankeschön, dass ich heute auch dabei sein darf und mich und mein Team da kurz vorstellen darf und ich freue mich auch, dass wir heute so einen tollen Vortrag haben. Danke. Genau, vielen Dank. Und damit würden wir eigentlich direkt loslegen. Damit übergebe ich das Wort an Karin Fischer und Julia Eder, die sich den Vortrag zusammen teilen werden. Und wir sind sehr gespannt, was wir heute noch alles lernen können. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Das war noch der Logopark, den wir zeigen wollten zu Beginn, eben als Teil der Entwicklungspolitischen Hochschulwochen in Linz und Organisationen, die hier beteiligt sind. Unser herzlichster Dank an die Scientists for Future Oberösterreich, dass wir das gemeinsam veranstalten können. Mein Name ist Karin Fischer. Ich leite den Arbeitsbereich globale Soziologie und Entwicklungsforschung am Institut für Soziologie. Julia, vielleicht ein Satz zu dir. Ja, ich bin Julia Eder. Ich bin Doktorandin am Institut für Soziologie, auch an der JKU und arbeite als Projektleiterin bei Weltumspannend Arbeiten. Das ist der entwicklungspolitische Verein des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Genau, und wir starten mit zwei Zitaten in unserem Vortrag, nämlich mit dem Zitat von Erik S. Reiner. Das ist ein aus Norwegen stammender Entwicklungsökonom und Wirtschaftshistoriker. Das erste Zitat: Kein Land ist jemals ohne Industrie reich geworden, reine Ölländer ausgenommen. Das beschreibt sozusagen die Geschichte, die Entwicklungsgeschichte der reichen Ökonomien, der Hocheinkommensländer unserer Hemisphäre sozusagen. Diesen Teil wird sich Julia Eder im Vortrag vornehmen. Das zweite Zitat: Ein Land ohne Industrie ist zu Armut verdammt, beschreibt die Situation vieler kolonisierter armer Länder und ich bringe in diesen Vortrag, in dieses Thema Industrie und Entwicklung die Perspektive des globalen Südens ein. Genau, also Industrie zu haben, hat Vorteile für die volkswirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Zugleich aber hat es natürlich auch ökologische Folgen.
Und hier auf dieser Grafik sieht man die Treibhausgasemissionen nach den wirtschaftlichen Sektoren. Und Industrie machte im Jahr 2010 21% der globalen Treibhausgasemissionen aus, der direkten Treibhausgasemissionen. Und dann noch einmal, wenn man Energie anschaut, kommen noch mal 11% dazu. Das heißt, es gibt noch indirekte CO2-Emissionen der Industrie, die daraus folgern, dass natürlich Industrieproduktion mit Energie versorgt wird. Also es wird Energie benötigt, um zu produzieren. Und das heißt, wenn man das dann zusammenrechnet, ist ungefähr ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen abhängig von Industrie. Das heißt, wenn man über Industrie spricht, muss man eigentlich auch über die Umwelt sprechen und über die Folgen für die Umwelt. Ja, über die Umweltfolgen von Industrie wird gesprochen. Wir haben ein paar Zeitungsausschnitte zusammengestellt. Grün, grüner Industrie, hurra, Botschaft an unsere Gesellschaften, dass es nämlich möglich ist, so etwas wie grünes Wachstum zu erreichen, also dass Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung sich entkoppeln, dass man sozusagen die Ressourcenkurve, Ressourcenverbrauch und BIP-Kurve, dass die getrennt werden könnte. Und dann gibt es aber auch schlechte Nachrichten und die spielen anderswo, an anderen Orten. Und hier haben wir zwei Artikel ausgesucht, die auf China zielen, aber man könnte auch andere Länder des globalen Südens hier nennen, wo eben die schmutzige Industrie zu Hause ist und wo die Botschaft sozusagen diejenige ist, dass unsere Industrien im Ergrünen sind, dass wir das schaffen können. Wachstum ohne weitere Umweltbelastungen, während andere schmutzige Industrien haben, emittieren und Probleme schaffen. Ja, ich werde jetzt mit meinem Teil einsteigen und bei mir geht es vor allem um den globalen Norden und Industrieentwicklung im globalen Norden. Und weil das so ist, spielt da auch Umwelt keine so eine große Rolle, weil die Zeit, wo sich der globale Norden industrialisiert hat, Umweltfragen generell noch nicht viel diskutiert wurden. Über Jahrhunderte, und zwar eben seit der Industrialisierung in Großbritannien, ist sich entwickeln gleichgesetzt worden mit sich industrialisieren. Das Ziel bestand darin, den Anteil der Industrie an der gesamten Wertschöpfung zu steigern, also eine eigene Kapazitäten zu schaffen zur Weiterverarbeitung von Rohstoffen. Im 19. und 20. Jahrhundert ist es eben in verschiedenen Ländern kontrovers diskutiert worden und hier muss man auf die historische Perspektive achten. Damals waren Frankreich, die USA, Japan und Deutschland Nachzügler. Das heißt, es waren Länder, die noch keine Industrie hatten und Großbritannien war ihnen voran und sie wollten auch Industrie aufbauen. Und da gab es eben theoretische Debatten, dass Freihandel verhindert, dass sie eigene Industrie aufbauen und dass es notwendig ist, junge Industrien durch Zölle zu schützen, um die auch aufbauen zu können, damit eben nachhaltige Entwicklung möglich wird für diese Länder. Auch im globalen Süden gab es diese Debatten und zwar verstärkt in der Nachkriegszeit, vor allem in Lateinamerika sehr bekannt, aber auch in Afrika, wo diskutiert wurde, dass eigenständige Industrie aufzubauen eben eine Grundvoraussetzung ist für unabhängige Entwicklung. Und zwar auch deshalb, weil Rohstoffexporte Probleme mit sich bringen, unter anderem, dass Rohstoffpreise sehr instabil sind am Weltmarkt, viel instabiler als die Preise von Industriegütern und dementsprechend eine Abhängigkeit von Rohstoffexporten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sehr instabil gestaltet. Das, was ich gerade so beschrieben habe, hat sich dann auch in der Sprache niedergeschlagen. Und zwar während der Nachkriegszeit wurden die Industrieländer die entwickelten Länder genannt. Also Industrieland hat geheißen, weil es ein entwickeltes Land, wohingegen Entwicklungsländer die Länder waren, die noch nicht industrialisiert oder nicht industrialisiert waren. Und dann hat aber ab den späten 1960er Jahren ein tiefgreifender Wandel der globalen Produktionsstruktur eingesetzt, auf den ich jetzt noch weiter eingehen werde. Im globalen Norden ist es eben ab den späten 1960ern und dann verstärkt ab den 1970er Jahren zum Wandel hin zu einer postindustriellen Gesellschaft oder auch einer Dienstleistungsgesellschaft gekommen. Bekannt ist in diesem Zusammenhang Jean Fourastier, der die These eben formuliert hat, dass es eine Art natürliche Entwicklung gibt
wo Länder zuerst einen sehr großen Agrarsektor haben, dann einen sehr großen Industriesektor und dann letztendlich einen sehr großen Dienstleistungssektor herausbilden. Und das ist eine lineare Entwicklung, die alle Länder so durchmachen. Und postindustrielle Gesellschaft deutet es eben auch schon an, dass Industrie an Bedeutung verliert in diesen Gesellschaften und Dienstleistung relevanter sind. Diese Konzepte sind kontrovers diskutiert worden und haben auch einige Probleme, weil auch mit industrieller Produktion sehr viele Dienstleistungen verknüpft sind. Aber man kann es mal so stehen lassen, dass Dienstleistungen zugenommen haben an Bedeutung und Industrie zurückgegangen ist, wenn man das misst, an sowohl was Beschäftigung angeht, als auch Wertschöpfung am BIP. Und in diese Phase fällt auch der Aufstieg des Neoliberalismus. Das heißt, Staatseingriffe in die Wirtschaft sind diffamiert worden, auch Industriepolitik. Und das war zu diesem Zeitpunkt jetzt auch kein besonders großes Problem, weil ja eben Industrie auch immer weniger wichtig geworden ist, so im öffentlichen Diskurs. Und da wurde sozusagen theoretisch argumentiert, man muss für diese Industrie nichts tun, wir sind ohnehin Dienstleistungsgesellschaften und das ist der natürliche Lauf der Dinge. Parallel dazu hat sich aber in anderen Teilen der Welt etwas getan. Es kam zum Aufstieg Chinas, das wurde zur Werkbank der Welt und die ostasiatischen Tigerstaaten, Südkorea und Taiwan allen voran, haben eine sehr beeindruckende nachholende Entwicklung geschafft. Und das war unter anderem möglich durch Industriepolitik und andere günstige Faktoren, die ich jetzt nicht genau beschreiben werde. Und die haben den Aufbau von international wettbewerbsfähigen Industriezweigen ermöglicht und auch von sehr bekannten Marken, man denke nur an Samsung oder Kia zum Beispiel. Es entsteht also eine neue internationale Arbeitsteilung auf Basis von fragmentierter Produktion. Das heißt, es bilden sich globale Warenketten heraus, wo eben Produktionsstandorte in den globalen Süden verlagert werden. Dazu wird dann Karin Fischer noch genaueres sagen. Ich belasse es mal dabei. Und große transnationale Konzerne bilden sich auch heraus im Zuge dieser Entwicklung, die dann auch Zulieferernetzwerke global kontrollieren. Bei uns im globalen Norden ist diese Phase auch interessant, weil sich im Zuge der 68er-Bewegung auch die Umweltbewegung herausbildet, die erstmals Grenzen des Wachstums thematisiert und auch eine kritischere Sicht auf Industrie entwickelt, weil Industrie natürlich viele Emissionen verursacht und dementsprechend für die Klimafrage von großer Bedeutung ist. Ganz kurz diese Grafik hier, wo man die globalen Treibhausgasemissionen sieht und das ist aufgegliedert nach großen Regionen auf der Welt. Blau sind die OECD-Länder und da sieht man, dass von den 1970er Jahren bis 1990 einen leichten Rückgang gibt, der sich dann eben bis 2010 fortsetzt, während die asiatischen Länder eine starke Zunahme haben von den CO2-Emissionen. Das werde ich jetzt auch nicht noch deutlicher ausführen, aber wir kommen darauf zurück. Also bitte merken, diese neue internationale Arbeitsteilung spiegelt sich auch wieder in den CO2- und Treibhausgasemissionen, die wir weltweit beobachten können. Ich komme jetzt noch zurück auf die Industriepolitik. Industriepolitik ist ein Mittel, ein Instrument, ein politisches, um Strukturwandel zu beeinflussen und war vor der neoliberalen Wende, also vor den 1980er Jahren, sowohl in Theorie als auch in Praxis ein legitimes Mittel, um das zu tun. Mit der neoliberalen Wende allerdings ist Industriepolitik zurückgedrängt worden. Also es ist argumentiert worden, dass nur ordnungspolitische Eingriffe, sogenannte horizontale Industriepolitik, legitim ist. Das heißt, es ging darum, das Spielfeld zu ebnen. Das bedeutet, dass keine Subventionen für einzelne Industriezweige geschehen sollen, sondern dass der Wettbewerb, der Markt, der freie regeln soll, welche Zweige und Unternehmen sich letztendlich durchsetzen und diese Staatseingriffe schlecht sind, weil sie letztendlich den Markt verzerren und der Staat ganz grundlegend ein schlechter Unternehmer ist, weil er bei der Auswahl von den Gewinnern von Unternehmen, die gewinnträchtig wirtschaften können, scheitern muss. Das heißt, es gibt keine vertikale Industriepolitik mehr, die in Zweige eingreifen soll, in der Theorie. Allerdings ist in der Praxis
Eigentlich hat es immer industriepolitische Eingriffe gegeben und das zeigt auch zum Beispiel Mariana Mazzucato, dass das auch für die USA gilt, also sogar für Länder, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, gab es immer Eingriffe in die Industriestruktur. Allerdings wurde das dann oft Standortpolitik genannt und nicht Industriepolitik in dieser Phase. Und jetzt kommen wir aber in die ungefähr 2000er Jahre, wo diese nachholende Entwicklung Ostasiens nicht nur diskutiert wird aus dieser entwicklungspolitischen Perspektive, sondern auch aus einer geopolitischen. Es bildet sich Ostasien nämlich auch als neuer Konkurrent heraus für die europäische und auch die US-amerikanische Industrie in manchen Branchen. Und es zeigen sich auch ökologische Herausforderungen immer deutlicher, die eben verwoben sind mit unseren Produktionsmustern. Und das führt dann dazu, dass Industriepolitik sich langsam rehabilitiert im globalen Norden. Also es wird zunehmend diskutiert darüber, dass Industriepolitik einzusetzen sinnvoll ist, um die wirtschaftliche Entwicklung zu gestalten. Und das verschärft sich dann noch einmal mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009, wo Staatseingriffe wieder als legitim erscheinen und wo sich eben auch ganz klar gezeigt hat, dass jene Länder, die einen relativ großen, stabilen Industriesektor haben, widerstandsfähiger waren in der Krise und schneller durch diese gekommen sind, zum Beispiel Deutschland und Österreich. Und es leitet eben eine Art Comeback von Industriepolitik ein, das wir bis heute beobachten können. Zu diesem Comeback werde ich nur in Hinsicht auf dem grünen Teil oder der grünen Wende zu sprechen kommen, obwohl es da auch andere Komponenten gibt. Und zwar spricht die EU in den Dokumenten, die während der letzten so 5 Jahre erschienen, herausgekommen sind, darüber, dass es eine doppelte Herausforderung gibt für die europäische Industrie, nämlich die digitale und die grüne Wende bewältigen. Zur Digitalisierung werde ich jetzt nicht mehr sagen, aber die ist auch ein sehr wichtiger Faktor in allen industriepolitischen Debatten der jüngeren Zeit. Die grüne Wende, das spiegelt sich wieder in 2 sehr wichtigen Dokumenten von der EU, nämlich im europäischen Green Deal und auch in der EU-Industriestrategie, die 2019 und 2020 erschienen sind. Und dann die Industriestrategie wurde 2021 noch einmal aktualisiert. Und in diesen Dokumenten sieht man recht deutlich, dass die EU zwar anerkennt, dass der Klimawandel ein Problem darstellt, allerdings sehr einseitig in Richtung innovative Lösungen und klimaneutrale Lösungen alles ausgestaltet und die Funktionsweise des Produktionssystems nicht weiter hinterfragt. Ich werde noch genauer erklären, was ich damit meine. In der EU-Industriestrategie geht es jetzt darum, zum Beispiel saubere und kreislauforientierte Wirtschaft zu fördern. Es geht sehr viel um Energieeffizienz, um Bioökonomie, also das Imitieren der Natur durch die Wirtschaft und um die Kreislaufwirtschaft, also auch ein starkes Wiederverwerten von Rohstoffen. Und die EU sieht sich da in dem Ganzen als Vorreiter, als globaler Vorreiter in Klimafragen. Und das ist ein sehr wichtiger und auch interessanter Teil, denke ich. Für die EU ist es so, dass sie einen grünen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt erreichen wollen. Also auch hier gibt es durchaus geopolitische Überlegungen im Hintergrund, dass man eben sich gegenüber Ländern wie China oder den USA positionieren mag in dieser Frage und eine Art grünen Kapitalismus etablieren. Ein grüner Kapitalismus, wo grüne Technologien ein neues Investitionsfeld sind, wo auch nachhaltige Investitionen damit verknüpft sind und wo man dem Kapitalismus einen neuen Wachstumsschub gibt, indem er in grüne Technologien investiert. Und was halt hier ganz klar dazugehört, ist, dass Exportorientierung beibehalten wird. Also man schafft diese grünen Technologien auch, um damit den Weltmarkt zu dominieren und nicht nur damit man die Produktionssysteme in der EU klimaneutral gestalten kann. Ein ganz besonderer Bereich ist Mobilität, wo nachhaltige und intelligente Mobilität eben eine Rolle spielt. Da geht es vor allem um die Automobilindustrie, wo der Fokus auf einer Dekarbonisierung der Antriebssysteme liegt, wo einfach alternative Kraftstoffe, also E-Mobilität, aber auch synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoffantriebe zum Einsatz kommen sollen, damit Diesel- und Öl-, also Diesel- und Benzinbetriebene Fahrzeuge zurückgedrängt werden.
Ich habe hier ein Zitat, das ist aus dem European Green Deal, aus dem offiziellen EU-Dokument, und da steht drinnen eben, damit die EU ihren Wettbewerbsvorteil bei sauberen Technologien wahren kann, muss die großmaßstäbliche Einführung und Demonstration neuer Technologien in allen Sektoren und im gesamten Binnenmarkt erheblich verstärkt werden und müssen neue innovative Wertschöpfungsketten geschaffen werden. Und hier sieht man wieder, es gibt einen starken Technologiefokus, einen starken Fokus auf Innovation, und der Rest der Welt, insbesondere der globale Süden, spielt eigentlich kaum eine Rolle in allen industriepolitischen Dokumenten der EU. Da geht es, wenn, um China und die USA, aber der globale Süden kommt dort nicht. Ich werde jetzt die Folien beenden und Karin Fischer wird selbst Folien teilen. Genau. Jetzt kommt nämlich der globale Süden ins Spiel. Ich setze hier fort unsere gemeinsame Präsentation. Das ist ein ähnliches Bild, das Julia Eder schon zuvor gezeigt hat, wird allerdings ein bisschen in die Gegenwart verlängert, zeigt aber dasselbe Bild, nämlich stagnierende Treibhausgasemissionen oder sogar ganz leicht rückläufige in Europa und vergleichsweise weniger Reduktion in den USA. Und hier das auffälligste Merkmal, dieser starke Anstieg der Treibhausgasemissionen in Ostasien und der pazifischen Region, also statistisch gesehen ist das der China-Faktor und dann aber eben auch die Tiger- und Pantherstaaten der Region. Und das ist etwas ganz Typisches, so ein Abbild, das korrespondiert mit den Pressemeldungen, die wir zu Beginn gesehen haben, dass nämlich üblicherweise diese Emission Accounts, wie das auch beispielsweise die Klimarahmenkonvention der UNO macht, so angegeben werden, dass sie dem Land zugerechnet werden, in denen sie in die Umwelt entlassen werden. Das ist das sogenannte Territorialprinzip oder Produktionsprinzip, dass eben sozusagen die Treibhausgase unserer reichen Gesellschaften oder der Hocheinkommensländer sinken, wenn sie anderswohin ausgelagert werden. Und genau das ist das Prinzip ja im Wesentlichen von globalen Warenketten. Man spricht in dem Zusammenhang von Carbon Leakage, das heißt die Auslagerung klimaschädlicher Emissionen, die Auslagerung schmutziger Industrien. Und das kann dann in einer globalen Perspektive oder aus der Perspektive des globalen Südens bedeuten, dass Klimaschutzmaßnahmen, wirksame Klimaschutzmaßnahmen in unseren Ländern, in den Hocheinkommensländern, global gesehen sehr wohl mit einem Anstieg von Umweltbelastung an anderen Orten einhergehen können. Das gilt im Übrigen auch für Österreich, also für die Treibhausgasbilanz, dass für unsere Warenimporte eben üblicherweise in vergleichsweise ärmeren Ländern Emissionen erzeugt werden. Aus einer globalen oder aus einer Perspektive des globalen Südens spricht man deshalb von Klimakolonialismus oder auch von grünen Kolonialismus. Ich habe hier die Soziologin Doreen Martinez erwähnt. Das ist ein Begriff, Climate Colonialism, der mittlerweile auch intensiv genutzt wird von Klimaschutzbewegungen oder Ecological Justice Movements, Umweltgerechtigkeitsbewegungen im globalen Süden, und meint eben historisch und aktuell die räumliche und zeitliche Auslagerung von Umweltschäden. Julia Eder hat es bereits erwähnt, die Industrialisierungsgeschichte des globalen Nordens beruht auf jahrhundertelangen Verschmutzungsrechten. Aber auch aktuell können wir sehen, dass für unsere Energietransition, Digitalisierung und sozialökologische Transformation Rohstoffe aus dem globalen Süden benötigt werden. Also wenn wir jetzt bei der Energietransition bleiben, die Ersetzung bestehender fossiler Energiequellen durch erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind, dann stimmt es zwar, dass Sonne und Wind tendenziell endlos verfügbar sind, allerdings die Materialien, die es braucht zur Umwandlung dieser Ressourcen in Elektrizität, sind sehr rohstoffintensiv. Man braucht Kobalt, Lithium, Kupfer, Nickel, seltene Erden,
die nicht nur selten sind, sondern auch in wenigen Ländern konzentriert sind, was wiederum diese geopolitische Komponente hereinbringt für die Zukunft im Sinne von Rohstoffsicherungsstrategien politischer Art. Und ihre Gewinnung ist sehr, sehr aufwendig. Sie wissen wahrscheinlich alle, wie gewaltsam und umweltschädlich der Bergbausektor ist, wie viel Wasser man benötigt, um ganz wenig beispielsweise Kupfer zu gewinnen und was das an Aushub produziert. Also wir haben es hier mit einem Rohstoffproblem zu tun, wenn wir in den reichen Ländern e-mobilisiert durch die Gegend fahren wollen. Sie wissen wahrscheinlich auch Bescheid über die Monokulturen von Ölpflanzen, die es benötigt, Soja, Mais etc., um dann in den Treibstofftanks von Autos zu landen, die hierzulande unterwegs sind. Also dieser Begriff sozusagen ist ein sehr drastischer, aber beschreibt, dass sozusagen wiederum es der Ressourcen aus dem globalen Süden bedarf, um unsere sozial-ökologische Transformation in die Wege zu leiten. Die Dekarbonisierung unseres Lebensstils auf Kosten armer Länder, in denen eben genau diese benötigten Ressourcen zu finden sind. Julia Eder hat zuvor schon den Begriff der neuen internationalen Arbeitsteilung erwähnt. Wir leben sozusagen heutzutage im Lieferkettenkapitalismus. Ganz viele Produkte des täglichen Bedarfs, des täglichen Konsums werden anderswo hergestellt. Wir haben es zu tun mit einer Massenproduktion für den Weltmarkt an ausgewählten Standorten im globalen Süden. Das betrifft Leichtindustrien wie Spielzeug, Schuhe, Textilien, stand am Anfang von globalen Güterketten. Aber auch technologisch anspruchsvolle Produkte werden im globalen Süden gefertigt, allerdings eben nicht global und weltumspannend, sondern an sehr ausgewählten Standorten, dort, wo Arbeitskraft hinreichend qualifiziert ist, möglichst wenig gewerkschaftlich organisiert ist und wohl immer noch das wichtigste Argument bei solchen Auslagerungsstrategien billig verfügbar ist, also an Billiglohnstandorte. Es gibt Hochtechnologie-Spots, wenn Sie nach China schauen beispielsweise oder in andere Stadtstaaten dieser Region. Aber in der Tendenz ist nach wie vor gültig, dass Standorte und Arbeiterinnen im globalen Süden am Ende, sozusagen am schmutzigen Ende von Warenketten angesiedelt sind. Da geht es um Montage und Lohnfertigung, um schmutzige Arbeit, aber auch beispielsweise im Elektroniksektor, Unterhaltungselektronik, aber auch andere Hochtechnologieprodukte werden zu Niedrigstlöhnen gefertigt. Sie haben unten ja ein paar Bilder, die das illustrieren. Ich habe zu Beginn gesagt, es geht um selektive Auslagerung. Globale Warenketten sind nicht weltumspannend, sondern Produktion für den Weltmarkt findet an ausgewählten Standorten statt. Vor allem, Julia Eder hat es erwähnt, in der südostasiatischen Region, man spricht von Factory Asia, im Rest der Welt, und das ist vielleicht einer landläufigen Vorstellung völlig zuwiderlaufend, die wir haben von Auslagerung, Offshoring, Outsourcing, globalen Güterketten, dass wir im Rest des globalen Südens mit vorzeitiger Deindustrialisierung konfrontiert sind. Das ist ein Begriff, den Dani Rodrik und andere politische Ökonomen geprägt haben und empirisch fundieren. Das betrifft Afrika, aber vor allem industrialisierte Länder wie Lateinamerika oder auch die ehemalige Sowjetunion, wo wir mit dieser vorzeitigen Deindustrialisierung konfrontiert sind. Was heißt das? Das heißt, dass Industrialisierungsmöglichkeiten früher und auf einem viel niedrigeren Einkommensniveau oder Pro-Kopf-Einkommen ausgeschöpft sind, als das bei den sogenannten Frühindustrialisierern der Fall war. Das hat zu tun mit Technologieentwicklung, aber das hat auch und vor allem zu tun mit der Art der Einbindung dieser Standorte in armen Ländern oder im globalen Süden in globale
Warenketten. Dass diese nämlich sozusagen eingesperrt oder locked in sind am unteren Ende von solchen Wertschöpfungsketten, dass hier keinerlei Wertschöpfungserfolge verbucht werden, weil man sie genau dafür braucht, für eine einfache Lohnfertigung, Montage etc. Also dass ein sogenanntes Upgrading der Produktion nur in ganz wenigen Fällen gelingt, und es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die belegen, dass gerade die weltmarktorientierte Produktion in armen Ländern sogar ein Downgrading erfährt, dass also die Wertschöpfung sogar sinkt. Und das ist eine Art von Industrialisierung oder Industrieentwicklung, die die kritische Entwicklungstheorie, die Julia Eder schon genannt hat, überhaupt nicht im Sinne hatte. Also dass man einen Lohnfertigungsbetrieb auf die grüne Wiese stellt, der dann vielleicht auch noch abwandert nach einiger Zeit, wenn die Löhne dort steigen, wenn erfolgreiche Arbeitskämpfe stattfinden, weil eben diese Art von Industrie keinerlei Verflechtungseffekte, keine Linkages oder sehr wenige Linkages zur lokalen oder regionalen Ökonomie aufweisen. Und es gibt eben Untersuchungen, für China trifft das nicht zu, die sind sozusagen auf der Hochtechnologiewelle, aber wir stellen diese vorzeitige Deindustrialisierung auch fest in Ländern wie Indonesien, Malaysia, Thailand oder den Philippinen. Das Ganze ist eingebettet in ein liberalisiertes Freihandelsregime. Auch das sind Rahmenbedingungen, die sozusagen eine nachholende Industrialisierung heutzutage viel, viel schwieriger machen, als das noch vor 100 oder 150 Jahren der Fall ist. Ein vermachteter, liberalisierter, auf selektivem Freihandel beruhendes Welthandelssystem, selektiv, weil natürlich auch hier die reichen Länder oder Wirtschaftsgemeinschaften, EU, Stichwort Agrarsubventionen, sehr wohl ihre Märkte schützen. Das ist eine Abbildung, die ungleiche Beteiligung von Nord- und Südstandorten in globalen Warenketten verdeutlichen. Das ist die sogenannte Smile Curve. Und dieses Lächeln beschreibt, dass eben die Produktion hier unten im globalen Süden angesiedelt ist. Ja, also Rohstoffextraktion, geringfügige Weiterverarbeitung, Lohnfertigung etc. Hier sozusagen am unteren Ende, während Tätigkeiten, die hohe Profite versprechen, einen hohen Wertschöpfungsanteil haben, wie beispielsweise Forschung und Entwicklung, Sie sehen es hier, Design, oder auf der anderen Seite gehobene oder produktionsbezogene Dienstleistungen in den Headquarters der transnationalen Konzerne, die diese globalen Warenketten steuern, beheimatet sind. Und das ist vor allem im globalen Norden. Und man sieht hier auch, weil wir ja aus einer Entwicklungsperspektive sprechen, sich dieses Lächeln vertieft hat. Also die Kurve war in den 70er Jahren noch viel flacher, während wir jetzt diese hierarchische Arbeitsteilung in den globalen Warenketten vorfinden. Damit übergebe ich wieder an die Julia, und wir sind im letzten Abschnitt gelandet, nämlich wenn es darum geht, welche Strategien hier unterschieden werden können. Also ich spreche jetzt nochmal über Industriepolitik im Norden und was da eben so die Strategien sind, die heute sehr viel diskutiert werden. Der Fokus ist ganz stark auf der EU. In den USA wird über grüne Technologien auch diskutiert, aber meine Erfahrung ist doch um einiges weniger als in der Europäischen Union, wo mit dem Green Deal dieses Thema einfach sehr stark ins Zentrum gerückt ist. Ich habe es erwähnt, eben dieser Green Deal will einen grünen Kapitalismus schaffen, aber so die Grundideen, die sich im europäischen grünen Deal widerspiegeln, finden wir zum Beispiel auch im Sustainable Development Goal 9, also im nachhaltigen Entwicklungsziel Nummer 9 von den Vereinten Nationen, das sich mit Industrie, Innovation und Infrastruktur beschäftigt und eben auch ganz stark auf technologischen Fortschritt, Innovation setzt. Und da wird Umwelt zum Beispiel auch gar nicht erwähnt in diesem Ziel. Es geht darum, ein grünes Wachstum zu schaffen, wo der Ressourcenverbrauch entkoppelt ist vom Wirtschaftswachstum
Ob das möglich ist, ist sehr umstritten in der Wissenschaft. Vor allem die kritische Entwicklungsforschung, aber auch die ökologische Ökonomie sagt, es ist nicht möglich, dass ein Wachstum völlig entkoppelt geben kann von Ressourcenverbrauch. Es gibt andere Forschungsergebnisse, die sagen, es ist möglich. Und es geht eben um diesen grünen Wettbewerbsvorteil, das heißt ganz stark um internationale Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt. Es gibt aber auch Ansätze, die eben nicht ganz stark verharren wollen im Kapitalismus oder wenn sie das wollen, zumindest einen anderen Anspruch haben, vor allem auch was Soziales angeht. Und da gibt es eben einige postkeynesianische Konzepte, die da reinfallen. Genau. Also es gibt eben Green New Deal Konzepte, die ganz klar sagen, Wachstum soll es geben, aber dieses Wachstum soll auch sozial organisiert sein, soll die Menschen mitnehmen. Und da passen auch sehr gut die Konzepte rund um Just Transition dazu, die die Gewerkschaften vor allem eben auch im europäischen Raum sehr stark diskutieren, aber auch in den USA oder Großbritannien, wo Just Transition ein gerechter Übergang geschaffen werden soll, wo also thematisiert wird, der Klimawandel macht schon notwendig, einzelne Industriezweige zurückzubauen oder vielleicht sogar gänzlich abzubauen. Und das muss sozial verträglich organisiert werden. Das heißt, es muss einen Übergang geben, der niemanden, vor allem nicht die arbeitenden Menschen, aus diesen Industriezweigen zurücklässt. Es ist aber bei diesen Ansätzen schon noch so, dass man den Kapitalismus nicht als Ganzes kritisiert, sondern er muss eben grüner werden und auch sozialer in der Umgestaltung sein. Der dritte größere Block sind gegenhegemoniale Konzepte, also Konzepte, die wirklich tiefgreifende Kritik äußern daran, wie das Produktionssystem heute organisiert ist und welche Machtverhältnisse damit verknüpft sind. Und da gibt es vor allem so drei große Debattenstränge. Karin Fischer hat vorher schon erwähnt, die sozialökologische Transformation, die eben sagt, es muss einen tiefgreifenden Wandel geben, der sozial und ökologisch ist, in unserem Wirtschaftssystem, aber auch in unseren Konsummustern. Das heißt, es geht darum, dass der bestehende industrielle Entwicklungspfad wirklich verlassen wird in zentralen Punkten. Dann gibt es Degrowth. Das ist eine Strömung, die tritt dafür ein, dass man eben nicht wachsen soll, sondern dass es einen Rückbau braucht, also eine Verringerung des Wachstums und dass es auch eine Abkehr von diesem Wachstumsfetisch geben muss. Und Postwachstum sagt überhaupt, dass Wachstum als Ziel das Falsche ist, sondern es braucht einfach andere Ziele, die ins Zentrum des Wirtschaftens gerückt werden. Zum Beispiel eben ein gutes Leben für alle ist so ein klassisches Konzept, ein Schlagwort, das dann hervorgebracht wurde. Allerdings sind diese Ansätze dann zum Teil auch schon anti-industriell ausgerichtet. Also die sagen, Industrie ist etwas Schlechtes, Schmutziges, von dem man wegkommen muss und damit vielleicht auch nicht ganz anschlussfähig an viele Debatten, die es jetzt so gibt. Ich glaube, wir können das in der Diskussion später noch ansprechen und diskutieren. Also es gibt schon auch gute Gründe für Industrie. Die Frage ist, glaube ich, ein bisschen, wie groß muss es sein und in welchen Bereichen muss sie wie organisiert sein. Soweit zum globalen Norden, vor allem mit EU-Schwerpunkt. Und ich gebe jetzt mal weiter zu Karin Fischer wieder. Ja, danke. Ich setze wieder fort mit industriepolitischen Strategien für oder aus dem globalen Süden. Auch so aufgezwitschert, wie wir das für den globalen Norden gerade gehört haben. Eine Mainstream-Position, die sehr stark dafür plädiert, sich in globale Warenketten zu integrieren, dass also dieser Weltmarktzusammenhang unhintergehbar ist. Ökologische Fragen spielen in diesen Literaturen, in diesen Empfehlungen kaum bis keine Rolle. Was hier den Akteuren, also Firmen, Zulieferern, Produzenten, Produzentinnen im globalen Süden empfohlen wird, ist ein sogenanntes Upgrading der Produktion. Das soll sozusagen höhere Wertschöpfung und in weiterer Folge sauberere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen bringen. Upgrading kann viel bedeuten, differenzierte Produkte herzustellen, technologisch hochwertigere Produkte herzustellen oder die industriellen Verfahren technologisch aufzuwerten. Im Wesentlichen geht es dabei, dass die Zulieferunternehmen im globalen Süden lernen und eben fortgeschrittene Prozess- oder Produkttechnologien verwenden.
Hier ist auch die Rede von einem technologischen Leapfrogging, also dass hier fortgeschrittene Technologie zum Einsatz kommen soll und eben an den Standorten der Produktion entsprechende Investitionen in Humankapital zu setzen sind. So ein bisschen dazwischen, zwischen den Mainstream-Positionen und einer keynesianischen oder post-keynesianischen Position ist das Plädoyer für regionale Wirtschaftsgemeinschaften. Wir haben jetzt vor kurzem den Abschluss der afrikanischen Freihandelszone erlebt. Mit dieser Freihandelszone werden Hoffnungen verbunden, nicht nur in Bezug auf verdichteten Handel innerhalb Afrikas, sondern auch in Bezug auf begleitende Industriepolitiken. Diese sind, wie der Vertrag zeigt, noch nicht so stark oder kräftig ausformuliert wie die gemeinsame Handelspolitik. Aber auch hier gibt es eben, wie gesagt, die Hoffnung zu sagen, dass es hier zu einer stärkeren regionalen Integration kommt. Und es ist auch völlig klar, dass wirtschaftliche Integration politische Integration braucht. Also ein politisches Zusammenwirken der beteiligten Länder. Das ist so ein bisschen dazwischen, weil es da auch ganz stark um Handel geht und nicht ausschließlich um Industrie oder Produktion. Aber das haben post-keynesianische Ansätze im Auge, die sehr stark auf die Regionalisierung von Wertschöpfungsketten setzen. Da gibt es auch für den afrikanischen Kontinent beispielsweise sehr gute Beispiele, die zeigen, dass eine regionale Wertschöpfungskette den lokalen Akteuren mehr Spielraum lässt. Die Eintrittsbarrieren sind sozusagen nicht so hoch, die Produktanforderungen nicht so hoch wie von den Global Buyers. Das sieht man beispielsweise in der Lederproduktion oder auch in der Textilproduktion, dass dort, wo es gelingt, stärker für die lokalen Märkte oder auch für die lokalen Märkte zu produzieren, dauerhaftere Arbeitsplätze entstehen. Der Vorschlag geht in eine Richtung aus einerseits einer Integration in globale Warenketten im Zeitalter der Globalisierung, aber eben auch manche Wirtschaftsbereiche aus solchen globalen Verflechtungen herauszunehmen, um eben die Versorgungssicherheit, die regionale oder die lokale im globalen Süden sicherzustellen. Hier geht es auch ganz stark um Ernährungssicherheit beziehungsweise um die globalen Agro-Food-Chains, um die Agrarketten, diese zurückzufahren oder eben aus Freihandelsverträgen herauszunehmen. Im Wesentlichen sind das Vorschläge, die wir auch schon aus Lateinamerika kennen, aus den 60er und 70er Jahren, nämlich stärkere regionale Integration und eine politische Abstimmung aufeinander zur Errichtung komplementärer Industriestrukturen. Hier spielt dann auch ökologisches Leapfrogging eine Rolle. Und solche Politiken, Industriepolitik, wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, ist ja ganz viel. Julia Eder hat erwähnt, dass Industrie auch sehr dienstleistungsintensiv ist. An der Industrie hängen eine Reihe von gehobenen Dienstleistungen dran. Aber hier geht halt auch der Appell daran, dass es eigentlich um eine andere Art der Makropolitik geht, um eine entwicklungs- oder industriefördernde Makropolitik, die ohne Niedrigzinspolitik, die ohne eine Steuerpolitik, die Steuervermeidungsstrategien transnationaler Konzerne versucht zu unterbinden, nicht denkbar ist. Und ich habe auch das Patentrecht dazu gesetzt. Also hier gibt es beispielsweise auch Vorschläge von Paul Krugman und anderen Ökonomen, namhaften Ökonomen aus dem globalen Norden, die eben sagen, ohne eine globale Wettbewerbsbehörde, die eben die Marktmacht dieser transnationalen Konzerne einschränkt oder ein Patentrecht, das eben für verschiedenste Produkte, die lebensnotwendig ist, die Patente aufhebt, ist eine gelingende Industriepolitik im globalen Süden gar nicht denkbar. Und am Ende die gegen hegemonialen Positionen oder Positionen aus der kritischen Entwicklungstheorie. Da haben wir die vielfältigen Klimagerechtigkeitsbewegungen im globalen Süden, Climate Justice, Umweltgerechtigkeitsbewegungen, die eben an ganz vielen Orten im globalen Süden gegen ökologische Zerstörung angehen. Aus der kritischen Entwicklungstheorie der 70er Jahre kommt auch der Ansatz,
Produktion an den Grundbedürfnissen auszurichten. Ich habe hier auch den Begriff der Suffizienz verwendet. Das ist ein Begriff, den, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang der 90er Jahre Wolfgang Sachs vom Wuppertal-Institut für die Gesellschaften des globalen Nordens geprägt hat, wo es eben auch darum ging, den Konsum herunterzufahren, zu entschleunigen. Aber in dieser Theorieschule geht es tatsächlich darum zu sagen, was brauchen Gesellschaften im globalen Süden, was ist notwendig, was ist wichtig, das sozusagen selbst zu bestimmen und diese Produktion dann auch möglichst regional zu organisieren. Und wichtig ist ja auch, sind Politiken in Bezug auf die Rohstoffförderung. Ich habe es ja erwähnt, Rohstoffe sind dringend benötigt für eine sozial-ökologische Transformation, aber eben auch im globalen Süden. Und hier zielen Vorschläge darauf, dass beispielsweise die Ozeane oder der Meeresboden oder bestimmte kritische Mineralien unter globale UN-Verwaltung gestellt werden und als Commons, als globale Güter, Gemeingüter behandelt werden und Gewinninteressen entzogen werden. Also wir haben es hier mit einer Grundbedürfnisorientierung zu tun, die, wie gesagt, nicht zu verwechseln ist mit der Notwendigkeit, in unseren reichen Gesellschaften Produktion und Konsum in absoluten Zahlen zu reduzieren, sondern tatsächlich zu schauen, dass das, was gebraucht wird, regional produziert wird. Und da im Zeitalter der Globalisierung nicht alles ökologisch sinnvoll ist, lokal zu produzieren, das wissen wir, geht es hier auch um ein ökonomisches Subsidiaritätsprinzip, das nichts anderes meint als das, dass das, was lokal sinnvoll zu produzieren ist, lokal bereitgestellt werden soll oder auf einer nächsten Ebene, der regionalen Ebene oder dann durchaus auch auf einer global- oder transnationalen Ebene, wenn das ökologisch Sinn macht. Ausblicke wiederum von Nord nach Süd. Julia? Ja, also ich mache noch schnell diesen Ausblick zum Norden. Aktuell sehen wir, dass die Industriepolitik-Debatten sehr stark von geopolitischen Überlegungen angetrieben sind, also vom Wettstreit mit den USA und China. Ich habe vorher erwähnt, dass der globale Süden nicht vorkommt, das ist nicht richtig, sondern als Rohstofflieferant kommt er schon vor. Aber eigentlich erinnert das eher an Debatten, die vor mehreren Jahrzehnten üblich waren, wo der globale Süden nicht mehr war als ein Rohstoffreservoir für uns. Und nur die anderen großen Staaten, mit denen wir im direkten Wettstreit stehen, eine Rolle spielen. Aus ökologischer Sicht braucht es aber eben viel mehr als wettbewerbsfähig werden mit den USA und China, egal ob mit grünem Wettbewerbsvorteil oder nicht. Es braucht einen Bruch mit dem alten Entwicklungspfad, zum Beispiel im Automobilsektor, wo eben ganz wichtig wäre, dass es nicht nur um eine Wende geht zur E-Mobilität, sondern wo man wirklich eine Mobilitätswende schafft, die noch viel grundsätzlicher ausgerichtet ist und auch andere Verkehrsmittel mit einbezieht. Und das gilt eben auch für einige andere Industriezweige, zum Beispiel eben die Kohleindustrie, wo das ja auch schon fortgeschritten ist. Aber und zugleich natürlich auch die Entwicklung von neuen Sektoren oder der Ausbau von zum Beispiel erneuerbaren Energien, die es ja auch zum Teil schon gibt. Dann ist es notwendig, dass EU-nationale und regionale Industriepolitiken besser aufeinander abgestimmt werden und dass sie in der Nord-Süd-Dimension mitdenken. Jetzt passiert das recht oft nicht, sondern meistens wird die EU gedacht und alles, was da draußen passiert, ist das Problem vom Rest der Welt. Und eine fortschrittliche Industriepolitik würde aber mitdenken, was bedeutet unsere Industriepolitik für andere Teile der Welt, insbesondere für die Länder des globalen Südens. Und zuletzt, ich denke, es braucht nicht nur angebotsorientierte Industriepolitik, wo eben zum Beispiel Forschung und Entwicklung gefördert wird, um bestimmte Angebote zu schaffen, wie E-Mobilität, sondern auch eine nachfrageorientierte Industriepolitik, wo der Staat seine Beschaffungsmacht nützt und eben auch Nachfrage für Produkte schafft, die für den Klimawandel nicht so problematisch sind wie andere. Und zu guter Letzt denke ich auch, Verbote werden notwendig sein und sollten auch verstärkt diskutiert werden. Das ist sicher auch ein Punkt, der uns dann in der Diskussion noch beschäftigen wird. Ich gebe weiter an Karin Fischer für den Ausblick zum Süden. Ja,
Ich habe schon einiges oder ganz viel vorweggenommen bei der Grafik zu den industriepolitischen Strategien am rechten Rand sozusagen. Ich fasse das nur kurz zusammen, dass es auch hier darum geht, globale Warenketten dort, wo es sinnvoll ist, zu verkürzen. Dass es eine Veränderung in der globalen Machtarchitektur braucht, also erweiterte Mitspracherechte für Länder des globalen Südens, die ja in vielen Organisationen außerhalb der Vereinten Nationen nicht gegeben ist. Es geht um eine globale Politik, die Steuerwettbewerb, Steuervermeidung, Steuerhinterziehung verhindert. Die Fortschritte sind zum Teil ja hier. Wir haben ja gerade vor kurzem, wenngleich einen sehr niedrigen Steuersatz für globale Konzerne, also für transnationale Konzerne, die Beschlussfassung erlebt. Also hier wird viel diskutiert. Hier liegt auch empirisch ganz viel auf dem Tisch, die zeigt, dass wie viel Mittel arme Länder durch den Abfluss, durch Finanzabflüsse verlieren. Das betrifft sozusagen die globale Reformebene, wo wir in unseren Ländern auch gefordert sind, auf Politik Einfluss zu nehmen. Und dieser große Teil ist, wie gesagt, die Frage einer stärkeren Regionalisierung von Produktionskreisläufen, die allerdings, ich habe es erwähnt, eine politische Frage sind und wo es sozusagen nicht um wirtschaftliche Stellschrauben geht, sondern wo es politisches Commitment braucht, politische Einigung unter den betroffenen Ländern im globalen Süden. Damit sind wir am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf eine Debatte. Martin kommt, glaube ich, wieder ins Spiel, was die Moderation betrifft. Herzlichen Dank. Genau, das war mein Stichwort. Vielen Dank. Freut mich für den sehr spannenden Vortrag und finde vor allem gut jetzt diesen Wechsel immer zwischen Nord und Süd. Das war eine sehr spannende Perspektive auch. Ich habe jetzt noch zwei Fragen aus dem Publikum, praktisch von YouTube und Zoom, und würde dann eigentlich gerne den Stream wieder abschließen und alle einladen, entsprechend zu Zoom mit dazu zu stoßen bei der Diskussion teilzunehmen. Entsprechend eine Frage von YouTube. Relativ am Anfang, da war noch mal ein bisschen so eigentlich die Fragestellung zum Kolonialismus, in dem Sinne, dass wir ja eigentlich die Ressourcen einkaufen, also sprich, wir bezahlen ja und haben ja eigentlich einen Vertrag mit den, sagen wir, mit dem Süden, und für ihn oder für sie implizit ja der Kolonialismus doch einen Handel im Sinne von, ich nehme mir, was ich will, ohne was dafür zu tun oder zu fragen. Also eigentlich eine Frage, wie will man jetzt den Kolonialismus definieren an der Stelle, glaube ich. Also so ganz habe ich es jetzt nicht verstanden mit dem Vertrag. Also der Rohstoffhandel ist ein extrem vermachteter, ja. Also sämtliche Rohstoffunternehmen haben ihren Hauptsitz rund um den Genfer See, und das ist natürlich kein Zufall, das hat mit Steuergesetzgebung zu tun und mit den wesentlichen Handelsschauplätzen, wenn Sie beispielsweise an Glencore oder andere transnationale Konzerne in diesem Sektor denken. Und wir sehen, dass in diesem hochgradig vermachteten Bereich eben einige wenige Unternehmen zugange sind, die eben Rohstoffextraktion im globalen Süden betreiben. Ja? Und das meint sozusagen dieser Begriff des grünen Kolonialismus, das war sozusagen der zweite Teil, dass es ganz vieler Rohstoffe bedarf, wenn wir tatsächlich das fossile Zeitalter hinter uns lassen wollen, nämlich wertvoller Rohstoffe, Mineralien, ich habe es erwähnt, Lithium, Kobalt etc., aber eben auch Monokulturen, die wiederum eine Ausbeutung der Ressourcen, der Rohstoffe im globalen Süden bedeuten, wenn wir unsere sozial-ökologische Transformation hinkriegen wollen. Und das heißt dann eben auch geopolitische Spannungen, diesen Zugriff auf diese seltenen Erden und andere Rohstoffe zu sichern, bedeutet, dass es zu geopolitischen Spannungen in der Zukunft kommen wird, im Zuge
politischer Strategien der Rohstoffsicherung, der Sicherung des Zugriffs auf diese Rohstoffe. Und das meint eben grüner Kolonialismus oder Climate Colonialism. Ich hoffe, ich habe das jetzt nochmal klargelegt. Ich glaube schon. Ansonsten würde ich jetzt die Personen im Stream einfach gerne zum Zoom einladen. Ich habe den Zoom-Link eigentlich nochmal in den Chat gepostet dort. Noch eine Frage von Facebook, die hatte ich noch gesehen. Moment. Wie soll eine Weltwirtschaft funktionieren, wenn jeder nur mehr das kauft, was er wirklich benötigt? Ich versuche mal anzufangen mit der Frage. Mir ist nicht ganz klar, worauf sie abzielt. Also ist damit gemeint, dass der Kapitalismus oder unser jetziges Wirtschaftssystem nicht funktionieren kann, wenn es nicht immer weiter wächst? Dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber das ist auch der Grund, warum ich dieses Wirtschaftssystem kritisch sehe. Und wo ich halt auch sagen muss, also würde, man muss eben die Frage dann halt auch stellen, wie gut ist ein Wirtschaftssystem, das davon abhängt, dass es beständig wächst und die Umwelt schädigt und damit auch unseren natürlichen Lebensraum, weil das muss man ja auch sagen, also das sind ja keine abstrakten Zahlen mehr, sondern wir merken, es kommt zu immer mehr Umweltkatastrophen, es kommt zu immer mehr Hitzesommern und Sonstigem, also es beeinflusst uns einfach auch im Alltagsleben und ist auch nichts, was sehr weit weg ist von unserem Alltag mehr. Das heißt, ich würde eben schon sagen, man kann das durchaus hinterfragen und eine Wirtschaft, die halt sagt, ich produziere das, was die Menschen auch tatsächlich konsumieren wollen oder müssen für ein gutes Leben, hat einfach verfolgt andere Ziele. Die verfolgt eben das Ziel der Bedürfnisbefriedigung, wie das ja Karin Fischer auch erklärt hat, wo ich einfach ganz andere Ziele ins Zentrum rücke. Und es würde aber eben natürlich weitreichende Umstellungen bedürfen. Das kann halt auch nicht nur die Wirtschaft sein, sondern da muss natürlich auch in der Gesellschaft einiges passieren und einige Stellschrauben gedreht werden, damit das überhaupt möglich wird. Ich weiß aber nicht, ob diese Antwort konkret genug war für die Frage, aber vielleicht kann die Person auch die Frage noch einmal zuspitzen ein bisschen, was genau wir da noch konkreter machen. Genau, am besten dann bei uns im Zoom und damit würde ich mich nochmal für die Antwort der Fragen bedanken und für den Vortrag. Wir sehen uns dann am 6.12. wieder zum nächsten Lecture for Future und weil vorhin noch der Titel kam, Grenzen des Wachstums, das ist ja praktisch auch eins der Bücher vom Club of Rome, da haben wir nächste Woche eine Jahrestagung am 29.11., da bin ich auch aktiv, nur als Hinweis und Werbung. Dann bedanke ich mich nochmal und wünsche einen schönen Abend und lade alle in Zoom ein. Vielen Dank.